Der Wunsch nach Überschaubarkeit und Planbarkeit, aber Krise ist halt, dass sie nicht planbar und nicht überschaubar ist. Dieser Ruf nach langfristigen Konzepten ist ja sehr verständlich, aber wenn Sie doch erst seit ganz kurzer Zeit um diese Mutationen wissen, dann ist doch einfach eine neue Sachlage, die man nicht wusste. Ja, heute das vierte Impfzentrum in Brandenburg. Ein bisschen kurios, wenn eigentlich gar kein Impfstoff da ist, oder? Das ist das Problem von Anfang an. Wir haben Impfstoffe entwickelt, weltweit, toller Erfolg, wirklich Riesenerfolg. Innerhalb von 10 Monaten zwei tolle Impfstoffe zu entwickeln, weitere werden folgen. Das ist ein riesiger Erfolg, aber es ist klar, dass am Anfang die Mengen noch nicht in der ausreichenden Dosis zur Verfügung stehen und das ist insgesamt das Problem. Und wir haben jetzt am Wochenende, nachdem wir diesen Schock erfahren hatten, dass BioNTech nicht liefert oder nur eingeschränkt liefert, am Wochenende wirklich überlegt, ob wir heute hier überhaupt öffnen sollen. Aber ich fand, das ist ein gutes Zeichen, dass wir sagen, ja, wir schaffen das, das abzudecken, dass wir auch hier in den Süden des Landes gehen, hier, wo gerade die Inzidenzen so hoch sind, wo viele Menschen erkrankt sind, dass man auch sagt, ja, wir machen nicht nur Impfzentrum Potsdam und Cottbus, sondern hier geht es auch los und wir müssen jetzt natürlich sehr gut rechnen. Wir werden hier nicht mit voller Schlagzahl von Anfang an arbeiten können. Dazu ist zu wenig Impfstoff da, aber dass überhaupt geimpft wird, finde ich, ist das richtige und gute Zeichen und das werden wir absichern. Was war denn da jetzt die Aussage von BioNTech? Warum ist denn das jetzt passiert? Die haben in Europa, in Belgien, ein sehr großes Werk. Dieses Werk beliefert praktisch die ganze Welt, außer USA selber. Und dort soll die Produktion extrem hochgefahren werden. Und diese Umbauten und Umstellungen der Produktion führen dazu, dass jetzt in den nächsten 4 Wochen weniger produziert werden kann. Das kam spontan, ja. Dazu kann ich nicht sagen. Es wurde uns allen, ich denke sowohl die EU-Kommission als auch der Bundesgesundheitsminister als auch alle Gesundheitsminister der Länder wurden einfach mit dieser Tatsache ohne Vorbereitung konfrontiert. Muss man dann den Konzern fragen. Ich meine, es ist natürlich gut, dass die Produktion insgesamt ausgeweitet wird, aber dass das nun mit so einer Knallauffallaktion passiert, ist schon sehr anstrengend. Ja. Es gibt ja noch moderner Impfstoff. Wird der jetzt noch irgendwie ausgehändigt? Ja, der moderner Impfstoff wird von uns auch zum Einsatz gebracht und weitere Impfzentren, die nächste Woche geplant sind zu starten und die wir auch an den Start bringen wollen, werden wir dann mit Moderna erstmal fahren, weil BioNTech ist wirklich alles verplant. Wir müssen ja die Leute, die mit BioNTech die Erstimpfung bekommen haben, denen müssen wir auch mit dem gleichen Impfstoff die Zweitimpfung geben. Wir haben sehr viele Buchungen und wie gesagt, wir müssen halt jetzt sehr intensiv rechnen. Wir werden möglicherweise einige Leute von Impfzentren, schon bestehenden Impfzentren, umbuchen müssen. Aber das müssen wir uns genau angucken. Da wird es auf jede Dosis bald ankommen. Und wir verimpfen dann aber in den neu zu eröffnenden Impfzentren nächste Woche Moderna. Noch ein Blick auf heute. Nun ist es ja schon fast ein Wochenrhythmus, wo jetzt die Bund und Länder zusammenkommen. Erst war es 2 Wochen, das war schon ein bisschen dicht alles. Nun ahnt man schon wieder neue Verordnungen. Haben Sie Verständnis, dass man sagt, oh, das ist jetzt aber jetzt alles nur noch Knall auf Fall, jedes Mal nachordern hier und dann gibt es schon wieder was Neues? Das wird langsam sehr stressig. Naja, ich gehe mal davon aus, dass diese Treffen auch nicht aus Jux und Dollerei anberaumt werden, sondern da steckt ja ganz klar die Sorge dahinter, dass diese Mutation aus Großbritannien und aus Irland, die eine höhere Infektiosität hat, sich auch hier in Kontinentaleuropa rasend schnell verbreiten kann, was dann die Eindämmungsmaßnahmen noch schwieriger macht. Und die Zahlen, die wir halt aus Großbritannien und aus Irland haben, sagen halt, dass dort trotz eines erfolgreichen Lockdowns, die Iren waren deutlich unter 50 pro 100.000 Neuinfektionen, es innerhalb ganz weniger Wochen das Infektionsgeschehen explodiert ist auf fast 1.000 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner. Und da ist es schon richtig, finde ich, dass man sich hier frühzeitig Gedanken macht und nicht wartet, bis wir diese Situation auch haben, sondern versucht, das möglichst zu verhüten. Das finde ich ist verantwortungsvolle Politik und dass das
leider mit keinen Lockerungssignalen verbunden sein kann, liegt in der Natur der Sache. Das ist halt die Pandemie, die uns immer vor neue Herausforderungen stellt. Aber aus persönlicher Sicht wäre Ihnen nicht auch eigentlich ein langfristigeres Konzept lieber, wo man sagt, komm, dann machen wir jetzt einfach mal 2 Monate so und dann wissen wir aber alle, wo wir dran sind? So. Naja, aber das sagte ich ja gerade, dass dieser Ruf nach langfristigen Konzepten ist ja sehr verständlich, aber wenn Sie doch erst seit ganz kurzer Zeit um diese Mutationen wissen, dann ist doch einfach eine neue Sachlage, die man nicht wusste. Verstehen Sie? Also es wird der Wunsch nach Überschaubarkeit und Planbarkeit, aber Krise ist halt, dass sie nicht planbar und nicht überschaubar ist in jeder Hinsicht. Und natürlich kann man sagen, wir fahren Konzepte, wenn dieses Ziel erreicht ist, wenn diese Inzidenz erreicht ist, dann passiert das und jenes. Das, finde ich, wäre eine durchaus vernünftige Erwägung. Aber dass viele Dinge wirklich auch aus heiterem Himmel kommen, auf die man reagieren muss, das haben Krisen so an sich. Sonst könnte man sie auch nach der Landeshaushaltsordnung bearbeiten.